Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen und ich sag's durch die Blume, schön euch zu sehen. Der Scherz musste einfach mal sein. Zu einer neuen Sendung bei Mystica TV und heute wieder eines meiner Lieblingsthemen, Medialität. Warum eigentlich? Naja, ich find's wunderbar daran erinnert zu werden, dass wir mit geistigen Ebenen immer schon verbunden sind und diese Verbindung wiederherstellen können. Heute gibt es immer mehr Menschen, die da einen sehr viel leichteren Zugang dazu bekommen. Und deswegen finde ich es immer auch faszinierend und interessant, mit Menschen zu sprechen, die diesen Zugang schon sehr intensiv seit Jahrzehnten haben, so wie meine heutigen Gäste Cecilia Sifontes und Alexander Leitner. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Thank you for having us. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wunderbar. Und euch wünsche ich viel Freude bei diesem Interview. Ja. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir hatten schon mal das Vergnügen hier im Studio. Wir haben online schon ein paar Interviews geführt. Ich freue mich aber total, euch wieder live zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Yeah, it's always nice seeing you, Thomas. Schön. Immer schön, dich zu sehen, Thomas. Dankeschön, wunderbar. Ja, ihr wirkt zusammen. Du bist aus Österreich, du bist aus Schweden, deswegen diese englische Sprache, mit der wir uns unterhalten. Und ihr seid aber eigentlich tätig online mit Menschen aus aller Welt, ja. Und das ist das Schöne der Online-Welt. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich schön, sich persönlich mal wieder zu sehen. Und du wirkst ja auch mittlerweile in diesem Feld. Du bist nicht nur Übersetzer, sondern bist selber auch ein Bewusstseinsforscher. Dazu kommen wir auch gleich ein bisschen. Aber natürlich würde mich dein Werdegang mal interessieren. Warst du schon als Kind offen für diese anderen Ebenen des Seins? Yeah, yeah, I was really open from the beginning on. Ich war schon seit, ja, von Anfang an sehr offen. But I didn't like it very much. Aber ich mochte das nicht wirklich. Because I didn't like being here on the earth. It felt very dense. Aber die Erde und das Hiersein fühlte sich nicht so toll an. Das war alles viel zu dicht. In comparison to just flowing on the soul planes. Das war im Vergleich dazu, auf den Seelenebenen rumzuschweben. And so of course my angels, they all the time tried to encourage me to be here, but I didn't like it. Und meine Engel, die haben mich immer dann dazu ermuntert, hier zu sein, aber das hörte ich nicht so gerne. And so I just pushed them away. Und ich habe sie weggeschoben. But they were always there, a bit in the background, of course. Die waren dann schon da, aber halt im Hintergrund. And then I went through all the earthly experiences you can imagine. Und dann habe ich mir all die irdischen Erfahrungen abgehakt, die man sich nur so vorstellen kann. Drama, everything. Von Drama und Trauma und ja, die ganze Palette. And so I was adult when I started to work with my guides about 30 years ago. Und so ungefähr vor 30 Jahren, also Erwachsene natürlich dann, habe ich erst angefangen, richtig mit meinen Guides zu arbeiten. It was really like I had no choice. Und das war wirklich so, als hätte ich keine Wahl. Because I had lost everything. Da hatte ich alles verloren. And almost my life. Auch mein Leben beinahe. And so then I started to listen to my guides. Und dann habe ich angefangen, auf meine Guides zu hören. And that was the best decision ever. Und das war wirklich die allerbeste Entscheidung. And so now I have been working with them consciously for about 30 years. Und jetzt arbeite ich seit ca. 30 Jahren mit ihnen bewusst. Und ist es für dich als Medium eine besondere Herausforderung, dich immer wieder zu erden, wenn du so sehr in anderen Sphären bist? Und wie gelingt dir das, dich zu erden und ganz hier zu sein und zugleich ganz woanders zu sein? No, I think it's pretty easy to stay grounded. Also ich empfinde das recht einfach, geerdet zu bleiben. And my guides, they really encourage us, me and everyone of my clients, that we stay grounded. We are not supposed to float out and just hang in the soul planes. Und meine geistigen Führer, die ermuntern uns da auch immer, sowohl mich selber als auch den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, also wirklich hier zu sein, hier präsent zu sein, anstatt irgendwo auf den Seelenebenen rumzuschweben. Yeah, our job is to bring those energies here. Es ist ja unsere Aufgabe, diese Energien hierher zu bringen. And in order to do that, you need to be grounded. Und um das machen zu können, musst du geerdet sein. Ja, lieber Alexander, ich habe schon erwähnt, ihr seid ja auch in Verbindung, arbeitet zusammen, seid auch ein Paar. Wie habt ihr euch kennengelernt und warst du auch schon immer ein spirituell Suchender? Wie hat sich für dich diese Welt geöffnet? Ja, also ich habe, finde ich, damals war ich, als ich mein spirituelles Interesse sozusagen entwickelt habe, eigentlich immer der Jüngste unter den Kursteilnehmern damals. Und das war, da war ich 17. Macht das also schon lange. Und damals eben für mich einfach eine sehr breite Suche in alle möglichen Richtungen. Einfach mal, um
zu schauen, ja, was interessiert mich denn eigentlich? Und das war wirklich sehr breit, ob das jetzt schamanische Techniken waren oder hauptsächlich Heiltechniken, auch mit Edelsteintherapie und viele solche Sachen. Und eines Tages kam dann, da war ich Student in Innsbruck damals, ein Brief in den Postkasten geflattert. Und dann lese ich mir das so durch und es war so eine Einladung zu einem Seminar zum Lichtkörper. Und da hatte ich noch keine Vorstellung, was das wirklich war. Das war damals noch recht ungewöhnlich, der Begriff Lichtkörper. Und dann war da auch eine Beschreibung dabei, was man denn so alles lernt. Und das fand ich also völlig fantastisch, weil für mich las sich das wie eine Wunschliste an den Weihnachtsmann. So, das lernt man und das lernt man und das und das und das. Und da habe ich mir gedacht, oi, das wird jetzt interessant, wie ich das finanziere, so wie das halt für einen Studenten ist. Ja. Aber ich habe mich dann entschlossen, das muss jetzt her. Und das war damals eben in Salzburg. Und wer hat den Kurs gehalten? Cecilia. Ja. Und wie schnell hat sich, abgesehen von eurer vielleicht auch persönlichen Zuneigung, die sich da entwickelt hat, die Idee entwickelt, auch zusammenzuarbeiten? Oh, that was right from the start. Ah, ja, wow. Von Anfang an. Yeah, then Mother Mary came through and she brought us together. Mhm. Das war also Mutter Maria, die hat sich da eingefunden, könnte man sagen, und die hat uns zusammengebracht. And she actually asked us to have a child together. Und hat uns gebeten, auch gemeinsam ein Kind hierher zu holen. And so that's what we did. And then during that time, when I was pregnant, we began to work together. Mm. Ja, das haben wir gemacht und während der Zeit dann eben auch begonnen, zusammenzuarbeiten. Und hat das Kind auch nochmal eine besondere Energie in euer Wirken und eure Arbeit gebracht? I think he brought in beautiful energies to this world and to us. Ja, ich würde mal sagen, der hat sehr schöne Energien sowohl zur Erde gebracht, aber auch zu uns. And Mother Mary said from start that he will not be like other kids. Und sie meinte damals schon von Anfang an, er wird nicht so wie andere sein. And so he was born with Down syndrome. Und er ist also mit Down-Syndrom gekommen. And so he came with very loving, beautiful energies to us. Ja, hat also diese sehr liebevollen Energien mitgebracht. Wie schön. Und da bist du ja immer schon offen gewesen für andere Lebensformen, andere Seelen, pure Seelen und liebevolle Seelen. Du hast, wenn ich es richtig verstehe, mit ganz unterschiedlichen Zivilisationen und Engeln und Arcturianern und so Kontakt. Wie hat sich das so entwickelt? Wie begann dieser Kontakt zum Beispiel zu den Arcturianern? Oh, the Arcturians. Let me remind myself what happened. That was in 94 that they came through to me. Die Arcturianer. Jetzt muss ich mich nur schnell selber erinnern, wie das genau gelaufen ist. Nun ja, das war 94. Da haben die mich besucht. And that was long before we met. Ja, also noch ein gutes Stück, bevor wir uns getroffen haben. And then I had two children by myself. Und hatte dann zwei Kinder schon vorher. And so I was just sitting in the sofa and they contacted me one evening. Und saß da eines Abends im Sofa und die haben mich dann einfach kontaktiert. It was like pff, an enormous light came through. Und dann kam ein enormes Licht herein. And said that we should work together. Und meinte einfach nur so, wir sollten zusammenarbeiten. And said at summer solstice 1995, you will go to this place and we will tell you why. Und meinte nur, zur Sommersonnenwende 95 gehst du bitte an den Ort und dort werden wir dann anfangen zusammenzuarbeiten und dann erzählen wir dann noch, wie es dann weitergeht. And so when we were there, that's when I started to channel the new light body from Arcturus. Und einmal dort hab ich dann eben begonnen, diesen neuen Lichtkörper von Arcturus zu channeln. And now it's on that way. Und seither auf dem Weg. Und war das ein besonders intensiver Moment? Es war ja dann auch etwas Neues für dich, das zum ersten Mal zu erleben. Magst du das mal beschreiben? It was totally transforming. Ja, das war wirklich sehr transformativ. Because first of all, we received all this light that could help us to manage life. Weil man da das erste Mal all dieses Licht erhält, das einem dann behilflich ist, auch mit unterschiedlichen Lebenssituationen umzugehen. I also had a walk-in from Arcturus. Und hatte damals auch einen Walk-in von Arcturus. From Quartigo, she is like my aspect there, so to speak. Also Quartigo, und das ist wie mein Aspekt von dort. And she stayed with me for about a year. Und sie war ungefähr ein Jahr bei mir. And showed me everything that was possible. Und hat mir so alles aufgezeigt, was denn so möglich ist. So for instance, I was often invisible to others. Ja, da war ich zum Beispiel öfter mal unsichtbar für andere. And a lot of things happened to people. They couldn't talk when they were near me, and it was a lot of things happening.
Ja, oder manchmal konnten die Leute auch nicht so kommunizieren, wenn sie nahe bei mir standen. Also da sind viele Sachen geschehen. But most of all, of course, they taught me abundance techniques and how to make your life work. Aber hauptsächlich eben, damals haben sie mir so Techniken vorgestellt für die Fülle und wie man sein Leben so im Allgemeinen zum Funktionieren bringt. Because she said, you know, you cannot be in the poverty consciousness if you want to bring these energies to the world. Weil sie meinte einfach, ja, du kannst also nicht in diesem Armutsbewusstsein weiterbleiben, wenn du der Welt Bewusstseinstechniken vermitteln möchtest. Because it's important that you can go anywhere on the planet when needed to work with energies. Weil es ja auch sehr wichtig ist, dass du überall auf dem Planeten hinreisen kannst, wenn es wichtig ist und du genau dorthin Energien bringen musst. Ja. Yeah. Also, das ist eine richtige Bewusstseinsschulung, die du wahrscheinlich dauernd und ihr beide dauernd bekommt und ständig auch dazulernt wahrscheinlich. Ja, it keeps on evolving since then. Ja, das ist seither eine fortgesetzte Weiterentwicklung. Mhm. Ja. Schön. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, offen zu sein, immer bereit zu sein, zu lernen und den Wundern Raum zu lassen, ne, im Leben. Yeah. And they told me at that time, you know, now this new light body, this is so high and, you know, enormous for you, but it will be like ABC in a couple of years and then will take you further. Ja, damals meinten sie eben, ja, für den Augenblick sind diese Frequenzen des Lichtkörpers sehr, sehr hoch für dich und vielleicht herausfordernd, aber in ein paar Jahren wird es für dich wie das ABC und dann wird es wie ein Schritt sein, der dich dann noch weiterführen wird. Ja, faszinierend, also ein ja, kontinuierlicher Entwicklungsprozess, ne, der nie aufhört. Yeah, it's really like that. You know, when I started to learn the light body, it was like, this, nothing can top this. Ja, damals war es wirklich so. Als ich diesen neuen Lichtkörper lernte, hatte ich so das Gefühl, ja, was wird jetzt besser als das? Geht nicht. Yeah, and it's a foundation. But now, 30 years later, I have realized that it is a continuous path of light and evolution. Und jetzt hat sich halt herausgestellt, so 30 Jahre später, nee, es ist eher wie ein Fundament und das baut seither kontinuierlich weiter auf. There's always more to explore about our existence in the multiverse. Also in unserer Existenz, in unserem Multiversum gibt es immer wieder neue Sachen zu erkunden. Mhm. Schön, ja. Und es gibt ja viele Menschen, die mit euch jetzt bereits diesen Weg gehen. Und in deiner Arbeit spielt das Licht eine große Rolle. Dieses Licht ist ja nicht nur warm oder hell, sondern beinhaltet vermutlich auch so etwas wie Information. Magst du das mal beschreiben, wie du dieses Licht definieren würdest? Well, first of all, it's not one light. Also zuallererst, es ist nicht nur ein Licht. It's all qualities of light. Alle Qualitäten des Lichts. Divine light, crystal light. Ob das jetzt göttliches Licht ist oder kristallines Gas light, Licht. Gas light, gel gas light. Gaslicht oder gelgasförmiges Licht. There are so many qualities of light that exist. Es gibt also eine enorme Menge an Qualitäten des Lichts. And they all have their own functions. Und sie alle haben ihre eigenen Funktionen. So, I cannot describe it as one light. It depends on the purpose. You can work with the rays of the heart, for instance, when it's love that you want to expand. Und da ist es schwierig, das so zusammenzufassen, also zu sagen, es gibt nur ein Licht und das hat dann die und die Auswirkungen, sondern das ist immer situations- bzw. zweckgebunden. Und dann könnte man zum Beispiel mit dem Strahl des Herzens arbeiten, wenn es nun Liebe ist, die man vermitteln möchte. Or bright clarity, if that is the topic. Oder ein helles Bewusstsein. We live in an enormous abundance of light. Ja, also wir leben da ja in einer enormen Vielfalt an Lichtqualitäten. There is no end to that either. There's so much light that exists that we also are not aware of here on Earth. Und das hat ja auch kein Ende in der Sicht da, oder Hinsicht, weil wir uns hier auf der Erde ja nicht einmal all der unterschiedlichen Qualitäten bewusst sind. But basically I would say it's light that when it comes in through you creates an enormous peace and bliss. Aber was man sagen kann, wenn das Licht in dich kommt, erschafft es einen enormen Frieden und Glückseligkeit. Yeah. And a stillness. Eine Stille. Schön. Ja, ich fühle das auch. Ja, schön. Und wir alle haben einen Lichtkörper. Dieser Lichtkörper, damit sind wir mit dem Licht verbunden. Wie kann ich das ein bisschen genauer verstehen? Everyone has a light body, more or less awakened. Ja, also das ist natürlich so. Jeder hat einen solchen Lichtarbeiter, der dann mehr oder weniger erwacht ist. It is a part of you that is connected to your soul. Es ist ein Teil von dir, der mit deiner Seele verbunden ist. And your soul is a vast being of light. Und deine Seele ist ein riesig
großes Lichtwesen. And so when your soul wants to connect to you on the earth, it does so through the light body. It's like a home or a body for the soul. Das heißt, wenn die Seele sich mit dir auf der Erde verbinden möchte, dann macht sie das über den Lichtkörper. Und das wird dann für die Seele wie ein Zuhause und die Art und Weise, wie sie sich mit dir verbindet. It's also a vehicle. Es ist auch ein Gefährt. A highlight that you can surround yourself with when you want to explore higher dimensions. Ein hohes Licht, mit dem du dich umgeben kannst, wenn du zum Beispiel höhere Dimensionen erkunden möchtest. And the great thing about it is you can fill it with any type of light that you want for the moment. Und das Tolle daran ist, diesen Lichtkörper kannst du mit jeglicher Qualität an Licht anfüllen, die du in dem Augenblick gerade möchtest. Und ich ahne mal, dass in unserer Evolution es wahrscheinlich vorgesehen ist, dass wir immer mehr auch dieses Licht wahrnehmen können und mit dem Licht arbeiten können. So I suppose it's part of our evolution that we more and more get aware of this light and also work with it in a conscious way. Yes, absolutely. Mm-hmm. And all of humanity will be aware of the spiritual light that we are made of. Ja, genau so. Also die gesamte Menschheit wird sich dem spirituellen Licht, mit dem wir umgeben sind, gewahr sein. That is the evolution of humanity. Das ist genau die Evolution der Menschheit. Because our light is connected. Weil ja unser Licht verbunden ist. Even if our bodies are far apart, we are always connected on the levels of light. Selbst wenn unsere Körper jetzt weit voneinander entfernt wären, sind wir auf der Lichtebene immer miteinander verbunden. And the evolution for humanity, according to my guides, is that the light will be visible to everyone. Und jetzt, wenn man meinen geistigen Führern zuhört, aus ihrer Sicht ist es also ein Teil unserer Weiterentwicklung, dass alles spirituelle Licht für uns sichtbar werden wird. And so, when you can see the threads of light that connect us, wenn man also diese Lichtfäden sehen kann, die uns alle untereinander verbinden, that will change how you think about life. Das verändert natürlich, wie du dann über das Leben denkst. And so that is a great part of how humanity will evolve and transcend into a high-dimensional lifestyle. Und das ist natürlich ein großartiger Teil dessen, wie die Menschheit sich da transzendieren wird und in einen hochdimensionalen Lebensstil überwechselt. Because as long as you don't see it, you can always say, oh, I just imagine. Weil solange man es nicht sieht, kann man immer noch sagen, ja, das ist ja sowieso nur eine Vorstellung. Yeah, but when you see it, it changes everything. Aber wenn du siehst, dann verändert das alles. Ja, wunderbar. Mm-hmm. Es hört sich erstmal ein bisschen an wie Science Fiction. Und trotzdem gibt es ja immer mehr Menschen, die das wirklich wahrnehmen können. Yeah. Und das ist wirklich faszinierend. Und was ist es, wie nimmt man das dann wahr? Nimmt man das wahr, dass alles ein Feld des Lichts ist? Oder sind das eher so Lichtkanäle zwischen den Menschen? Wie würdest du das umschreiben? Das ist wahrscheinlich sehr vielschichtig, aber... Yeah, so we are connected on so many levels. Also wir sind ja auf vielen Ebenen verbunden. If you would look into the body, würdest du in den Körper blicken, into the cells, into the molecules and atoms and subatomic particles. Also in die Zellen, in die Moleküle, Atome und dann subatomare Teilchen. Then you would see that even the smallest particles are connected to one another. Dann würde man auch entdecken, dass sogar die allerkleinsten Teilchen miteinander verbunden sind. But then you will also see from your light body, your aura, your chakras, that there are connections and it's like a web of light. Und dann würde man eben auch sehen, dass du vom Lichtkörper her verbunden bist, von der Aura, von den Chakren und so weiter. Und das ist dann ein ganzes Lichtfeld, das sich aufbaut. And my guides say, when they look at us, they don't see our bodies as we do. Oder besser gesagt, ein Lichtnetz. Und meine geistigen Führer sagen ja, wenn wir euch betrachten, sehen wir euch nicht in eurem Körper, so wie ihr das macht. So when they look at you, they see all these small particles of light. Das heißt, wenn sie dich ansehen, dann sehen sie alle diese kleinen Lichtteilchen. Clustered in the body shape. In deiner Körperform angehäuft. And this cluster, that is Thomas. Und dieser Cluster, der Thomas heißt, is connected in a larger web. Ist in einem größeren Netz verbunden. Of all of humanity. Der gesamten Menschheit. Where everyone is a cluster of light, but we are connected to one another in that beautiful web. Und jeder ist dort eine Ansammlung an Licht, die alle in einem wundervollen Lichtnetz untereinander verbunden sind. And they go so far as to say that we are really one humanity. Ja. Und die gehen dann sogar noch weiter und sagen, wir sind tatsächlich eine Menschheit. We believe that we are this individual in this smaller web. Wir glauben ja, dass wir dieses Individuum sind in diesem kleineren Netz. But we are everything. We are the collective and we are the individual. Aber wir sind alles. Wir sind das Kollektiv und das Individuum. And nothing you do or I do can be
made so that it doesn't affect others. Everything we do and act, it affects others, the collective. Was wir machen oder auch unterlassen, könnte vermeiden sozusagen, dass nicht immer alles mit beeinflusst ist, dadurch das Netz alles miteinander verbunden ist. So just like your body is made of millions and millions of particles and cells. Genauso wie ja dein Körper aus Millionen und Abermillionen aus Teilchen und Zellen besteht. Each such cell is a life form of its own, isn't it? Ist ja auch jede einzelne Zelle wiederum eine eigene Lebensform. And in the same way we are a cell in the human body. Und genauso sind wir eine Zelle im Körper der Menschheit. In this beautiful web of light. In diesem wundervollen Lichtnetz. Schön. Und ich vermute mal, du kannst sozusagen beide Dimensionen sehen. Erstmal den normalen grobstofflichen Körper, aber auch die feinenergetische Ausstrahlung. Ist es etwas, wo du gelernt hast, diese feinstoffliche Wahrnehmung ein- und auszuschalten? Oder siehst du permanent auch das Licht um uns herum? No, I learned to shut it off. Ja. Nee, ich habe gelernt, das abzuschalten. Sonst wäre es auch zu viel, ne? It's too much otherwise, where you see everything and all the connections when you walk the street. Ja, wenn man so auf die Straße gehen würde und dann alle Verbindungen die ganze Zeit sieht, dann wäre es zu viel. Ja, klar. Ja, ich habe gelesen, dass du gesagt hast, dass jetzt 2023 auch neue Wesen, neue Engel zu uns gekommen sind, um uns sozusagen auf einen weiteren Schritt zu begleiten. Was ist da Neues geschehen? Well, first of all, there is a new energy grid built around the Earth. Ja, als erstes könnte man erwähnen, es wird also um die Erde herum ein neues Energiegitter aufgebaut. And so it is preparing the energies of life on Earth for high dimensional energies. Und das wiederum bereitet den Menschen vor für hochdimensionale Energien, die zur Erde kommen. And there is a lot of activities going on these higher levels. Und auf diesen höheren Ebenen läuft dann sehr viel ab. And part of that are the new Earth angels who are coming here since about last year, I think, 22. Und ein Teil davon sind eben die sogenannten neuen Erdengel, die also seit ca. 2022 hier sind. They are here to live in that new energy grid. Und sie sind da, um diesen neuen Energiegitter zu leben. And to work from there to change the energies. Von dort aus daran zu arbeiten, die Energien zu verändern. For us and with us. Für uns und mit uns. And these angels, they are really the angels of the soul of humanity. Und diese Engel sind in Wirklichkeit auch die Engel der Seele der Menschheit. So this enormous energy grid that they are building. Dieses enorme Energiegitter, das sie da aufbauen, is a body for the soul of humanity. Ist ein Körper für die Seele der Menschheit. And so this giant web that these new Earth angels are building, dieses riesige Netz, das also von diesen Erdengeln aufgebaut wird, will be a body for the soul of humanity. Wird ein Körper für diese Seele der Menschheit. So she is the being that will come and live in this grand web of the human life. Sie ist also genau jenes Wesen, das da hereinkommen wird, um diesen großen Netz der Menschheit dann zu leben. And so that is a giant step in our evolution that will happen. Und das ist natürlich für unsere Weiterentwicklung ein enormer Schritt. Just like your soul descends into your light body, she will descend into the human energy body. Genauso wie unsere Seele ja auch in unseren Lichtkörper absteigt, steigt also die Seele der Menschheit in dieses Energiegitter. But of course there's a lot of preparations before that happens. Aber natürlich braucht's da sehr viele Vorbereitungen, bis das tatsächlich auch so Because laufen we, kann. As humans we need to be able to hold that light. Ja, wir ja als Menschen auch in der Lage sein müssen, dieses Licht zu halten. And so it takes a while. Das braucht etwas Zeit. Kann ich gut verstehen, weil ich erlebe ja auch in manchen Meditationen, bin ich plötzlich so mit diesem Licht und dieser Liebe in Verbindung und eine halbe Stunde später bin ich schon wieder in einem ganz anderen Bewusstseinszustand. Ja. Es ist ein Entwicklungsprozess. Ihr arbeitet mit ganz vielen Menschen weltweit zusammen. Sind da auch, ich sage mal, Ärzte oder Wissenschaftler drunter, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so drüber reden, aber eigentlich schon sehr stark mit euch und diesen Lichtnetzen und Lichtarbeit verbunden sind? So, among all the people that we're working with worldwide, would you also find, for example, scientists or people of the medical field that are co-working, that are following these things, maybe without even mentioning that they do?
Yes, and I also had many clients who are medical doctors or scientists of different kinds. Ja, ja, dem ist so. Und ich hatte auch viele Klienten, die jetzt zum Beispiel eben Mediziner waren oder Wissenschaftler. I myself was a scientist before. Ich war ja selber auch wissenschaftlich tätig. I worked with clinical trials, medical research. Ich arbeitete also mit klinischen Prüfungen zum Beispiel auch in der Arzneimittelentwicklung. Ja. Schön. Die Erde selber ist ja auch ein Wesen. Hat die Erde auch eine Lichtaura? Wie sind wir mit der Erde verbunden? Yes, of course, the Earth, we are the Earth. Ja, natürlich. Also wir sind ja die Erde. I think we often make the mistake and believe that we are separate from the Earth. Okay. Wir machen ja den Fehler häufig, denke ich, dass wir glauben, dass wir von der Erde jetzt getrennt werden. And yet all life here on the Earth are dependent on the planet. Gleichzeitig ist es ja so, dass alles Leben auf dem Planeten vom Planeten abhängt. And we nourish our bodies with the energy from the earth, the food, the water. Und wir nähren ja auch unsere Körper durch die Energien und das Wasser der Erde. So our physical part is really an extension of the earth, aren't it? Unser physischer Anteil ist ja nichts anderes als eine Erweiterung der Erde selbst. But the grander planet Earth, of course, she has a lot of energies. She has energy grids inside. There are many life forms inside of the Earth that are also evolving. Und die Erde selber hat ja auch Energie, einen Energiekörper, zum Beispiel Energiebahnen auch im Inneren der Erde, wo es wiederum auch viele andere Lebensformen gibt, die sich dort weiterentwickeln. And lately there have been many different types of galactic beings who are working to prepare the inner Earth grid. Und dann gibt es auch in letzter Zeit viele Wesen aus der Galaxie, die an der Weiterentwicklung dieses inneren Erdgitters arbeiten. Sehr spannend. Ja, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du viel Gartenarbeit machst. Und das verbindet dich ja auch nochmal auf ganz andere Art und Weise mit der Erde, oder? Naja, die Gartenarbeit, das ist für mich jetzt selber neu. Und ist recht lustig, wie das alles so zusammenfällt. Denn ich arbeite ja selber jetzt auch schon 20 Jahre als Erdheiler. Und das entwickelt sich ja auch in immer weiteren Stufen, so wie auch die Arbeit von Cecilia natürlich. Ja, ja. Und das geht jetzt auch mehr, merke ich, in eine neue Richtung. Vorher war das genauso, wie ein Heiler jetzt an deinen Energiekörpern arbeiten würde, sehr stark eine Energiearbeit an den Energiebahnen und den Energiekörpern der Erde. Und jetzt wird es plötzlich, geht es in eine Art Mikrokosmos. Wenn man sich zum Beispiel einen Komposthaufen ansieht, sind ja da eine Unmenge an Lebensformen, die alle da mitwirken, um diesen Boden zu beleben, ganz buchstäblich. Und das, so wie sich das im Augenblick darstellt, werden das meine neuen Arbeitspartner werden. Wow, ja, interessant. Um die in dieser Arbeit zu unterstützen und die dann mich auch unterstützen und da ganz auf bewusste Art und Weise eben zum Beispiel wieder Boden lebendig zu machen. Ja, ich habe auch neulich, wir haben vorher schon drüber gesprochen, neulich hatten wir ein Interview mit einem Menschen, der in Yucatan 20 Jahre gelebt hat und Bäume gepflanzt hat, und der gesagt hat, ja, das geht nur, wenn der Boden bereitet ist, wenn die Myzelien, das ganze Mikroorganismen bereit sind, dann wachsen die Bäume wie von selbst. Ja, das vergessen wir oft. Ja, ja. Schön. Und das ist natürlich so mit allen Pflanzen und vor allem auch jetzt, wenn man bedenkt, wenn man zum Beispiel jetzt Kunstdünger ersetzen wollte, ja, wie macht man denn das dann? Und da gibt es natürlich einige Ansätze und ich freue mich da jetzt schon drauf auf diese Informationen, die Sie angekündigt haben, eben wie man energetisch den Boden und die Lebewesen, die Kleinstlebewesen unterstützen kann. Wow, schön, interessant. Ja, das wird also ganz was Neues. Ja. Da können wir überhaupt mal einen visionären Blick werfen. Wie sehen denn die weiteren möglichen Entwicklungsschritte aus von Mensch und Erde? Was siehst du da entstehen? I think that the evolution that we are part of is to evolve and enhance life into a galactic era. Also so wie man das darstellen könnte, sind das ein bisschen stufenartig passiert. Und zwar das Leben ganz im Allgemeinen hin zu entwickeln zu einer galaktischen Zeit, einem Zeitalter. So now we are living a global lifestyle. Im Augenblick leben wir einen globalen Lebensstil. And we can connect all over the earth through the internet and so on. Wir können über das Internet. Auch schon ein großer Fortschritt. Yeah, absolutely. Überall mit dem auf der Erde hin verbinden. But there will be tremendous technical evolution as well.
Und gleichzeitig wird es auch enorme technische Fortschritte geben. And right now it is mainly beings, people like me, who communicates with galactic beings. Im Augenblick sind es ja hauptsächlich Wesen wie ich, die also dann mit galaktischen Wesen kommunizieren. But they are communicating and bringing in energies in all fields of life. Aber sie kommunizieren und bringen eben auch Energien in alle Abschnitte des Lebens. And eventually there will be a cooperation. The galaxy will be like a village for us. Und schlussendlich wird das in einer Kooperation münden und dann wird die Galaxie plötzlich wie zu einem Dorf für uns. But right now we are very supported by galactic beings who have already transformed life where they live. Aber im Augenblick sind wir eben unter anderem sehr stark von galaktischen Lebensformen unterstützt, die das Leben dort, wo sie herkommen, bereits transformiert haben. And so they are sending us information, light, energies. Senden uns also Informationen, Licht und Energie. Messages. Auch Botschaften. Ideas. Ideen. So that we will evolve as well and begin to connect and live a galactic life. Und auf die Weise können wir uns da weiterentwickeln und dann schlussendlich auch beginnen, eine galaktische Lebensart zu führen. So I think that is one of the things that will change for us. Mhm. Ich denke, das ist eine der Dinge, die sich da für uns verändern werden. That we will no longer look out, is there life out there? Und dann werden wir nicht mehr so hinausgucken und schauen, ja, ist denn da jetzt Leben draußen? And just 30 years ago when I began with this. Noch vor 30 Jahren, als ich damit angefangen habe. Then people still thought it was crazy to believe that there's life forms out in space. Da war das ja immer noch ein verrückter Gedanke, zu glauben, dass es da draußen im Raum Leben gibt. These days that is an accepted idea. Dieser Tag ist das eine akzeptierte Idee. In science and so on, everyone understands there must be life. We cannot be the only ones. Auch in der Wissenschaft weiß man, also so kann es ja nicht sein, dass wir jetzt plötzlich die Einzigen werden. Also da muss es Leben geben. And so we will experience a tremendous technical evolution. Also wir werden zum einen eine enorme technische Weiterentwicklung haben. And we will receive energies that helps us to bring through these changes. In medicine, in technical areas, in how we co-live and coexist on this planet. Und werden dann auch Energien erhalten, die uns das erleichtern, dort das eben umzustellen und diese ganzen Felder weiterzuentwickeln, ob das jetzt das menschliche Zusammenleben ist oder die Wissenschaft, die Technik und so weiter. Yeah, and it will be together with the spiritual evolution. Und das wird mit der spirituellen Weiterentwicklung Hand in Hand gehen. If we only have that technical evolution, it will be hard, cold. Somehow we will lose Transhumanismus or something like this. But my guides say that it will come when we change, then we will receive more support and ideas. Ja, also zum einen wäre ja jetzt eine rein technische Evolution sehr kalt, sehr hart. Und sie meinen eben, wenn das Hand in Hand mit der spirituellen Entwicklung geht, dann werden wir auch weiterhin neue Informationen, neue Energien erhalten. Ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, haben wir da schon auch eine gewisse Führung und auch einen Schutz, die dafür sorgt, dass erstmal wir als Menschen uns weiterentwickeln und dann kommen weitere Werkzeuge und Tools auf uns zu, oder? Yeah, that is the general idea. Yeah. Ja, ja. Yeah. Because we will not get these tremendous techniques to create energy by ourselves and so on if we don't have the consciousness that we are all coexisting and that we must do it for the greater whole. Ja, also wir werden ja nicht einfach mal so Techniken oder Informationen bekommen, wie man unbegrenzt Energien erschafft, ohne dass man jetzt dann auch sicherstellt, dass man sich auch auf der Bewusstseinsebene weiterentwickelt und einfach auch weiß, dass wir alle koexistieren. And that brings us to a discussion we had yesterday, Alex. Und das bringt ja uns auch zu einer Diskussion, die wir beide gestern hatten. About teleportation. Mhm. Über Teleportation. Because that is something that I have experienced. Das ist etwas, was ich schon erlebt habe. But not out of my own making. Aber nicht, dass ich es jetzt selber gemacht hätte. But I have been transported to other places. Aber ich wurde an andere Orte transportiert. And then my guides have started to teach how we could teleport here on the earth. Und dann haben meine geistigen Führer begonnen zu unterrichten hier auf der Erde, wie man das eben machen kann. And the techniques are really very easy. It's little hocus pocus with your light things. Okay. Und die Technik selber ist gar nicht so schwer. Man macht ein bisschen hocus pocus mit seinem eigenen Licht. Okay, let's do but it now. Yes, and there's a but. There's a but. Yes, aber da gibt's eben dann ein Aber. And they say, this will work when you totally release your personalities. Und da kommt jetzt eben der kleine Punkt.
Das funktioniert dann, wenn du deine Persönlichkeit vollständig gehen lässt. The ego and everything like also that. Also das Ego zum Beispiel. So that we can live in oneness, then it's possible. Also wenn wir in Einssein leben, dann ist es möglich. So it's like we have a stop in ourselves. Until we are ready, it can't happen unless someone else facilitates it. Ja, als hätten wir da einen Stopp eingebaut in uns. Bis wir also das durchziehen, wird das also so nicht funktionieren. Außer But es würde when we are ready, it can happen easily. Aber wenn man mal bereit ist, dann ist das recht locker. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also wenn man sich mit freier Energie beschäftigt, da ist es ja auch so. Es gibt verschiedene Lösungen schon, verschiedene Dinge, aber es ist einfach noch nicht die Zeit, dass wir das alle anwenden können. Da spüre ich auch eigentlich nicht so sehr eine böse Macht, die versucht, das zu verhindern, sondern einfach unser Bewusstsein ist noch nicht so weit. No, our Bewusstsein is not so weit and also our bodies are not. Ja, unsere Körper auch noch nicht. The bodies need to be able to tolerate all that light and energy. Also unsere Körper müssen ja auch mal erst in der Lage sein, all dieses Licht und diese Energien zu tolerieren. Yeah, and that is why we keep evolving until we are ready. Und deswegen entwickeln wir uns weiter und weiter, bis wir dann bereit sind. Was können wir tun, um uns da ein bisschen mehr zu öffnen? Das ist ja ein Wissen, das du lehrst. Das sind natürlich viele Aspekte, viele Werkzeuge. Aber gibt es so zwei, drei Dinge, die du nennen kannst, die uns hilft, uns ein bisschen mehr diesem Licht zu öffnen, ein bisschen uns weiterzuentwickeln? So, as there are, of course, a lot of, or a great number of tools, a variety of them, and what you can do. But if you would name two or three of them, how you can open up to this energies. Mm-hmm. First of all, I would like to say that there are many techniques because that gives everyone a chance to connect to the light. Also zuerst einmal möchte ich hervorheben, dass es ja da sehr viele Techniken gibt und Möglichkeiten, einfach aus dem Grund, um jedem eine Möglichkeit zu geben, sich dann selber weiterzuentwickeln. And there are also many techniques, so they support us on different levels of evolution. Und ein weiterer Grund für die vielen Techniken ist es ja, dass die uns allen auf unterschiedlichen Schritten weiterhelfen. Sometimes a technique is good when you are beginning your path, but later on you will move on. Manchmal ist eine Technik gut geeignet, wenn du gerade auf deinem Weg beginnst. Und dann gibt es andere vielleicht, die dich unterstützen, wenn du schon weitergekommen bist. So the first thing I would say would be to ask to find the path that is perfect for you. Also das Erste, würde ich sagen, ist mal wichtig, dir die Frage zu stellen, okay, was ist denn ein Weg, der perfekt für mich ist? Then you will be connected to whatever path that is. Und dann wirst du auch damit verbunden, egal wie dieser Weg dann aussieht. And then the other thing, don't compare your experiences with the ones of others. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, vergleiche deine Erfahrungen nicht mit den Erfahrungen anderer. Because if I talk about my experiences, many people want to have the same, but they are here because they're supposed to have theirs. Wenn ich zum Beispiel jetzt über meine Erfahrungen spreche, na, dann ist es ja selbstverständlich, dass andere Leute die auch haben möchten. Aber sie sind ja hier, um ihre Erfahrungen zu machen, nicht meine. And the other thing is, don't change because you think you should have to be spiritual. Und dann ein weiterer Punkt ist, verändere dich nicht, weil du glaubst, dass du es musst, um irgendwie dich spirituell weiterzuentwickeln. But because you love to. Sondern weil du es liebst, dich weiterzuentwickeln. And I think the first thing really is self-love. Das allererste ist sicherlich Selbstliebe. To begin to love yourself, who you are. Zu beginnen, dich zu lieben und wer du bist. And to realize that you are wired up in a perfect way. Auch zu begreifen, dass du da auf perfekte Weise verschaltet bist. And then begin to explore what is there in me. Und dann zu erkunden, okay, was ist denn da in mir? What is it that I love? Was liebe ich? You know, and that's so important to find. Und das ist sehr wichtig, das herauszufinden. And then, of course, when just to be in stillness and ask for light and energies, ask your angels to connect to you or dann sich whatever. Mal in die Stille zu bewegen, nach innen zu fragen, zum Beispiel auch die Engel einzuladen, sich da einzufinden. And just be careful, because they may have many ideas. Da muss man nur noch aufpassen, weil die können mit allen möglichen Ideen kommen. Das heißt, wir dürfen entscheiden, welche Ideen wir auch umsetzen wollen. Absolutely, this is the thing. Very often we want to do everything. Ja, und genau um das geht es ja. Oft ist man dazu geneigt, alles machen zu wollen. To sign every contract. Und dann jeden Vertrag zu unterschreiben. Yeah. But that love yourself, do what you can to develop self-love. This is the most important. Ja, also diese Selbstliebe und wirklich sicherzustellen, dass man alles macht,
um die zu entwickeln. And then to begin to explore what light is, what your light is. Und dann eben dann auch anzufangen zu schauen, okay, was ist denn eigentlich Licht? Was ist mein Licht? How it feels. Wie fühlt sich das an? How you can add more. Wie kann man dem mehr hinzufügen? And such things. Und solche Sachen. Schön. Vielen Dank. Ja, wir sind ja auf so vielen Ebenen zusammen, das ist wahrscheinlich auch immer wieder ein Abenteuer. Was sind denn aus deinem Erleben in den letzten Jahren, Monaten so für spannende Dinge dazugekommen in der Erfahrung dieser Zusammenarbeit mit den vielen Menschen? Ein Baum. Ah. Ja. Jetzt kein physischer. Ja. Und das war auch recht unerwartet. Ich arbeite jetzt persönlich seit sehr langer Zeit mit Wesen zusammen, auf die sich die meisten hier als Elfen bezeichnen würden, beziehen würden. Und das sind so meine, ich nenne sie mal Arbeitgeber. Ja, die schicken mich ja da so auf unterschiedliche Orte, um ja zum einen Wissen zu vermitteln und zum anderen auch an den Orten natürlich zu arbeiten. Mhm. Und so letztes Jahr im Herbst, so war da plötzlich ein Baum, also ein Riesenbaum. Und der hat ja viele Namen, dieser Baum, ob man jetzt den Baum des Lebens nennt oder die Weltenesche oder Yggdrasil und so weiter. Wobei der Baum dann gleich gemeint hat, nee, lass mal die alten Namen, das braucht man alles nicht. Aber du kannst dir sicher sein, ab jetzt kommen also die Informationen von mir. Und ja, und ich merke einfach, diese Präsenz wächst so mehr und mehr in mein Leben. Und damit eben auch ein völlig neuer Informationsfluss, der für mich auch ganz neu ist. Und das ist natürlich eine spannende Sache, was sich da so entwickeln möchte. Und eines der Dinge, die da sich jetzt im Sommer anbahnen, ist zum Beispiel, sich anzuschauen, ja, viele Leute arbeiten ja schon sehr intensiv mit den Elementen. Mhm. Ja. Und meistens geht man von 4 aus. Und dann gibt es manchmal, na gut, die Inder reden von 3, die Chinesen von 5 und auch die Alchemisten von 5 und so weiter. Die Elfen sprechen immer von 7. Okay. Mhm. Und ist ja auch eine heilige Zahl, sehr verständlich im Grunde. Mhm. Ja, natürlich. Mhm. Und naja, und mit dem arbeiten wir ja schon lange Zeit. Und jetzt meinten sie, sie würden gerne die höheren Elemente vorstellen. Wie was? Und das ist offensichtlich so, wenn man also diese 3 Elemente, mit denen der Elfen arbeiten, verbindet auf neue Weise mit den 4, die wir schon kennen, ergeben sich, na, man könnte es ein bisschen mit Obertönen vergleichen. Mhm. Ne? Also unsere 4 Elemente, normale Tonreihe, mischst du die mit den anderen, dann ergeben sich Obertöne dieser Elemente. Und das ist eine völlig neue Welt. Mhm. Ich habe das so auch vorher noch nie gehört. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Wow, toll. Schön. Ja, wunderbar, das ist ein weites Feld. Wir könnten noch Stunden sprechen. Vielleicht lass uns noch mal so ein bisschen die aktuelle Zeit betrachten. Viele Menschen denken, ja, das ist gerade ganz fürchterlich. Jetzt gibt es Krieg, da war Corona und das sind ja alles so vielleicht ja auch Prüfungsfragen und Hürden. Aber viele Menschen verzweifeln schon ein bisschen daran und denken, wie soll denn das in ein lichtvolles Miteinander kommen? Was ist so da so dein Gefühl oder auch die Botschaft der geistigen Welt? Yeah, first of all, people are very misinformed. Also zuallererst, die Leute haben ja oftmals nicht so richtig die Informationen. Because the news about what happens in our world are always in the moment small pieces. Denn die Neuigkeiten, die wir so bekommen, sind ja immer Augenblicksaufnahmen von unterschiedlichen Orten. But if you would look at things, there has been a tremendous evolution on the earth the last 50 years. Also während der letzten 50 Jahre hat sich ja das enorm weiterentwickelt. And when something drastic happens in the world, it's easy to forget that. Und wenn etwas Drastisches geschieht in der Welt, na, dann ist es einfach, das zu übersehen. But we live longer than we ever had. Aber wir leben auch länger als je zuvor. Because of the evolution, the medicine, what have you. Ob es jetzt aufgrund der Weiterentwicklung ist, der Medizin ja und so weiter. So first of all, I would say the earth does not look so gloomy as we often believe if we read the news. Und das ist das Erste, was ich sagen würde. Also die Erde schaut nicht ganz so düster aus, als das Bild, das einem in den Medien gemalt wird. We are living much better than we did before. Wir leben besser als zuvor. And it's important to remember that. Und das ist auch wichtig, sich dessen zu erinnern. And when we have a little change in something that we got used to, it's not so big. Und wenn es dann Veränderungen gibt in Dingen, an die wir uns einfach gewöhnt haben, na, dann ist es vielleicht nicht so entscheidend.
And that, so that's the first thing I wanted to say. Das ist also das Erste, was ich da erwähnen möchte. That there has been a tremendous evolution on our planet. Dass es auf dem Planeten eine enorme Entwicklung and gab. The same thing for the spiritual evolution. Und das Gleiche gilt für die spirituelle It Ebene. Used to take lifetimes to have spiritual experience, like we can have in any second now. Also früher hat es ja wirklich Lebzeiten gedauert, bis man nur eine Erfahrung machen konnte, die wir mittlerweile an und für sich. Ja, das höre ich aber wieder von vielen Therapeuten, Psychologen, die auch sagen, wow, in so kurzer Zeit kann so viel passieren. Ja. So that is a tremendous evolution. And when we look at the Earth now, when I started my path, for instance. Das ist also eine enorme Entwicklung. Schaut man sich die Erde an im Vergleich zu der Zeit, als ich selber meinen Weg begonnen habe. Then when I began to working with the light body, I had a lot of different issues. And they came to surface in that light, so I could see them and release them. Also zum Beispiel diese Arbeit mit dem Lichtkörper. Du machst dort das Licht an, Dinge werden darin sichtbar, kommen zur Oberfläche, man kann sie bearbeiten und dann gehen sie. Mm-hmm. And now we are in the same process in the collective. Mm-hmm. Und jetzt sind wir im genau gleichen Prozess, allerdings kollektiv. There is so much light and energy that have anchored into our planet. Es gibt sehr viel Energie und Licht, die sich auf dem Planeten verankert haben. And into the collective. Und natürlich auch in das Kollektiv. And so collectively we begin the same transformation path. Und jetzt beginnen wir auf kollektiver Ebene denselben Weg an Transformation. And so all the lesser energies that come to surface and people play them out and all diese niedrigeren oder geringeren Energien kommen zur Oberfläche und die Leute fangen an, das dann einfach auszuspielen. But that is just a small part of what's really happening. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil all dessen, was passiert. There are so many other things that are happening on this globe. Es gibt so viele andere Dinge, die auf dem Globus passieren. Cooperation, plans for coexistence. Also Zusammenarbeit und auch Pläne für ein Zusammenleben. Better medicine, better education. Bessere Medizin, eine bessere Ausbildung. A higher lifestyle. Ein höherer Lebensstil. So there's much evolution going on, but there are things coming to surface that we need to look at. Do we collectively want to have these patterns? Do we want to believe this? Or are you ready collectively to let go and believe in the higher dimensions? Aber da muss ich eben das dann vor Augen halten, wenn die Dinge auch kollektiv zur Oberfläche kommen, und wir uns das dann anschauen können, ja, wollen wir denn überhaupt diese Muster beibehalten? Oder möchten wir uns für was anderes entscheiden? And so it's a period when this will happen. Und das ist einfach eine Periode, in der das geschieht. Yeah. And then it's important to remember, why are we here? Und dann ist es sehr wichtig, sich zu erinnern, warum sind wir eigentlich da? Are we here to tell people they are doing it wrong? Sind wir hier, um den Leuten zu erzählen, dass sie es falsch machen? I don't think so. Denke ich nicht. We are here to show the way. Wir sind hier, um einen Weg aufzuzeigen. To what is possible. Einfach, was möglich ist. And to talk about the light that is here, the energies that are coming in, the evolution that is taking place spiritually. Die zu erzählen, dass das, welches Licht da ist und auch, dass die Entwicklung stattfindet und auf welche Weise das abläuft. Wunderbar, ja. Ich habe auch das Gefühl, gerade in der Corona-Zeit und danach, wurden viele Menschen nochmal neu sozusagen innerlich gefragt, haben sich selber gefragt, was für ein Mensch möchte ich sein in dieser Welt. Ja, das hat also schon, aber auch einen Entwicklungsschub letztlich. It was a great opportunity to look at it and to slow down life and see what do I want. Ja, eine großartige Gelegenheit zu schauen, okay, wer will ich sein und auch das Leben zu entschleunigen, was einmal auch dann wieder Gelegenheit gibt, sich selber zu betrachten und was möchte ich eigentlich? Schön. Ja, wunderbar. Es gibt noch vieles zu erzählen. Es geht um den inneren Träumer, um die Lichtgitternetze, viele Dinge, die wir vielleicht auch in weiteren Interviews uns anschauen können. Aber vielleicht, was mich jetzt noch interessiert, eure aktuelle Arbeit. Wie kann man sich sozusagen mit euch verbinden? Was bietet ihr an? Welche inneren seelischen Reisen bietet ihr an für Menschen, die sich für eure Arbeit interessieren? All right, so we give webinars every month. Also was wir machen ist, dass wir also jedes Monat so Webinare anbieten. That we call News from the Higher Dimensions. Und die heißen Neuigkeiten aus den höheren Dimensionen. Where the guides talk about the energies that are coming in, what is new, how can we integrate them, how can we enjoy them. Und dann sprechen eben die geistigen Führer und Engel darüber, okay, was gibt es denn Neues sozusagen auf den Energieebenen? Was kommt da neu rein? Wie wirkt sich das aus? Wie können wir das integrieren? And then of course we have Light Body Educations. Every year we have one.
Und dann gibt es jedes Jahr auch eine Ausbildung spezifisch zum Lichtkörper. About how it is evolving, what energies are new. Wie entwickelt sich der weiter? Welche Energien sind dort neu? How can we get it to work for us in even greater ways than we have thought before? Und wie können wir das auf eine Funktionsstufe heben, die noch größer ist als zuvor schon? And then I personally, I give a lot of educations about the libraries of light here on this planet. Ich persönlich halte dann auch einige Kurse immer zu den Lichtbibliotheken und wie die sich weiterentwickeln. And their connections to the galaxy. Und deren Verbindung zu der Galaxie zum Beispiel. And of course a lot about the new Earth angels and soul of humanity. Und dann natürlich auch viel zu den neuen Erdengeln und die Seele der Menschheit. And there are always information on my website or if you sign up for the newsletter, I send out information of what's new. Und da gibt es natürlich auch immer Informationen dazu auf meiner Webseite und dann am Newsletter, wenn man sowas haben möchte. Wunderbar. Ich sage vielen Dank, war sehr interessant, sehr schön. Gibt es so abschließende Worte, die euch noch kommen, die ihr noch dem Publikum erzählen möchtet? Auch gerne du aus deinem Herzen, gerne du, was so ja, für diese Zeit. What comes to me when you ask that, Thomas, is believe in yourself. Also wenn du die Frage so stellst, Thomas, denke ich, das Erste, was kommt, ist Glaube an dich selbst. Because I feel that people don't believe in themselves. Even people who have worked with light and energies for so long. Weil ich immer wieder sehe, dass Leute eben nicht an sich glauben. Selbst Leute, die also schon sehr lange auch mit Licht oder spirituell arbeiten. Trust your experiences. Vertraue deine Erfahrung. Invite light in your life. Und lade Licht in dein Leben ein. Alexander, von dir? Ja, mich hat da vor kurzem eine gute Freundin aus Island angerufen und sie meinte, was machst du zur Sommersonnenwende? Sag ich, kannst du mir das erläutern? Also ich glaube, du solltest hier sein. Und genau so ist es geworden. Und ich denke, das ist auch das, was ich gerne weitergeben möchte, auf die eigene Inspiration zu hören und eben gerne auch diese Kraft wahrzunehmen und sie zu nutzen, die sich durch Zusammenarbeit ergibt. Anstatt immer das zu schauen, okay, wenn ich jetzt mit der Person zusammenarbeite oder auch nicht, ist es gut für mein Geschäft oder nicht. Also anstatt zu glauben, dass es eine Art Konkurrenz gibt, auch auf der spirituellen Ebene, sind also Leute, die auch so arbeiten, nicht meine Konkurrenten, sondern das sind die Leute, die das komplettieren und vervollständigen, was wir durchbringen oder was ich durchbringe. Das sind also meine Kollegen und meine Zusammenarbeitspartner und diese dürfen wir noch sehr viel mehr ausbauen. Wunderschön, kann ich mich anschließen. Ich finde auch, wir leben in einer Zeit, wo es um ein neues Miteinander geht. Und das gilt es erst zu erforschen und herauszufinden, wie geht das eigentlich? Ja, wir sind ja alle unterschiedlich und doch sind wir alle miteinander verbunden. Mit dem Licht, mit der Erde und mit allem Leben. Wunderbar. Yeah. Ich danke euch sehr. Alles Liebe, alles Gute weiterhin und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. Thank you, Thomas. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ihr Lieben, ja, spannende Zeiten, oder? Alles Liebe euch. Bis bald.